Herzlich willkommen zu unserem 21. Abend des Offenbarungsseminars. Unser Thema heute lautet die apokalyptischen Reiter, die Geschichte der Gemeinde. Das Heft für heute Abend sieht so aus. Da haben wir wieder die Fragen und Bibeltexte und Anmerkungen dabei. Es gibt auch heute Abend wieder zwei Zusatzblätter. Ein Blatt hat die sieben Siegel als Inhalt und ein Blatt so eine Übersicht der Verfall und die Wiederherstellung der Wahrheit. Ich kann auch noch mal ganz kurz unser Material vorstellen. Das ist der Seminarordner. Der sieht so aus. Das sind 24 Themen, 24 Hefte. Und hier hinten, die grünen Blätter, sind die Zusatzblätter, wo Tabellen, Übersichten und Erklärungen auch enthalten sind. Es gibt auch noch diese CD-ROM. Auf dieser CD-ROM sind die PowerPoint-Präsentationen und auch die Teilnehmerhefte auch enthalten. Und zwar ist es auch Folgendes, bis jetzt waren auf der CD-ROM Version 2.10 nur die 4:3 Format Präsentationen und es wird jetzt demnächst die Version 3.1 geben und dort werden dann auch die Präsentationen sowohl im 4:3 Format als auch die neuen Präsentationen, die wir hier schon sehen, im Format 16:9 enthalten sein. Gut, ich darf Sie herzlich einladen, dass wir zu Anfang zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir deinen Segen heute erleben durften, für deinen Schutz, für deinen Beistand. Wir danken dir, dass wir jetzt wieder die Gelegenheit haben, dein Wort zu studieren, die Prophetie, die Offenbarung. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist unter uns bist, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest und dass wir deinen Plan für diese Welt und für deine Gemeinde kennen und lieben lernen. Sei du jetzt mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. Ja, das Thema heute lautet die apokalyptischen Reiter, die Geschichte der Gemeinde. Und zwar, wir werden heute eine Frage beantworten und zwar die lautet, warum gibt es so viele Kirchen? Und das ist eine Frage, die wichtig ist. Wir hatten schon in einem der vorigen Themen darüber gesprochen oder nachgedacht, was ist Gottes Endzeitgemeinde, was sind die Kennzeichen von Gottes Endzeitgemeinde. Und jetzt ist die Frage, warum gibt es so viele andere Kirchen? Und das ist wichtig, da wollen wir einen Blick in die Kirchengeschichte werfen und auch was die Prophetie dazu sagt und die ersten vier Siegel vor allen Dingen, die vier Reiter. Und es ist schon erstaunlich. Und zwar, wenn man sich anschaut, wie viele Kirchen es gibt. Wir kennen ja bei uns in Deutschland eigentlich nur die zwei großen Kirchen. Die katholische Kirche und die evangelische Kirche. Die römisch-katholische Kirche, muss man eigentlich sagen, und die evangelische Kirche, die lutherische Kirche. All die anderen Kirchen sind in Deutschland sehr wenig bekannt. Ich habe mal hier einige jetzt aufgeführt mit einigen Bildern dazu. Zum Beispiel haben wir noch die orthodoxe Kirche, die vor allen Dingen in Russland, in Griechenland und in osteuropäischen Ländern stark ist. Wir haben die reformierte Kirche, das ist vor allen Dingen in Schweiz und auch in einigen anderen Ländern, wo die auf Calvin zurückgeht oder besser gesagt auf Zwingli zurückgeht. Dann haben wir die Baptisten, eine Freikirche. Wir haben die Altkatholiken. Wir haben die Neuapostolische Kirche, wir haben die Siebenten-Tags-Adventisten, es gibt die Methodisten, es gibt die Zeugen Jehovas, es gibt die Mormonen, die Brüdergemeinde, die Pfingstkirche, die Mennoniten. Und wir fragen uns, es gibt über 30.000 verschiedene Kirchen und Denominationen. Und wenn wir jetzt alle studieren wollten, dann brauchten wir unser ganzes Leben dafür. Das würde nicht ausreichen. Aber ich denke, es geht nicht darum, dass wir alle kennenlernen, sondern dass Gott uns führt, dass Gott uns in seinem Wort zeigt, wo die Wahrheit ist. Und nicht eine Kirche erlöst uns, sondern Jesus Christus erlöst uns. Und die Wahrheit der Bibel ist das Entscheidende. Nicht, was eine Kirche sagt, was ein Pastor sagt, sondern was die Bibel sagt. Das ist das, was zählt und was am Ende auch Gott uns fragen wird. Deswegen machen wir dieses Seminar hier auch, das Offenbarungsseminar, damit wir die Bibel besser kennenlernen. Dass die Bibel als Grundlage unseres Glaubens
uns immer einen festeren Grund gibt für unser Leben, für unseren Glauben und für unsere Entscheidungen. Ja, warum gibt es so viele Kirchen? Wir lesen dazu einen Text in Epheser 4, Verse 4 und 5, was Paulus dazu sagt. Epheser Kapitel 4, Vers 4 und 5. Hier sagt Paulus, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Und dann sagt er noch in Vers 6, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Das heißt, wir haben nur einen Gott, wir haben nur eine Bibel und deswegen haben wir auch nur, Paulus sagt hier, einen Leib. Und der Leib, damit meint er die Gemeinde. Denn die Gemeinde ist der Leib Jesu und jeder von uns ist ein Glied am Leibe Jesu. Ja. Jesus wollte keine Spaltung in seiner Gemeinde. Er wollte einen Leib haben. Er wollte, dass seine Gemeinde sich einig ist, dass sie die gleiche Grundlage hat, dass sie die gleichen Prinzipien, die gleichen Lehren hat, den gleichen Glauben hat. Er sagt nur ein Glaube, ein Herr und eine Taufe. Über die Taufe hatten wir schon gesprochen, dass es die anderen Taufpraktiken, gerade der Kindertaufe, nicht der biblischen Taufe entsprechen. Und dass wir nur eine Hoffnung haben, einen Geist haben. Und der Heilige Geist ist der, der uns denn auch zur Einheit führt. Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir diese Spaltung in der Kirche haben, wie können wir sie überwinden? Gleich gucken wir uns ja noch an, warum die Spaltungen in der Kirche so da sind. Und zwar, das kommt daher, dass heute versucht man, die Kirchen zu vereinen durch die Ökumene. Und die Ökumene, da sagt man, jeder ist eigentlich Gottes Kirche und man muss die anderen auch akzeptieren als Kinder Gottes und als Kirchen Gottes. Und dann muss man allerdings die Lehren, die man als Sonderlehren hat, die die anderen also nicht haben, darf man dann nicht so sehr betonen, beziehungsweise man darf da an dem Punkt die anderen Kirchen nicht kritisieren, dass die eine andere Lehre haben. Und man darf dann auch nicht, wenn man jetzt meint, eine bessere biblischere Lehre zu haben, darf man nicht andere Christen abwerben zu sich selbst, weil der Eindruck ist eben, dass man eben alle gemeinsam hier zusammensteht und als gemeinsames Gottesvolk die Wahrheit weitergeben möchte. Aber ich glaube, das ist nicht das, was Paulus meint. Das Problem ist, wenn wir die Wahrheit unter die Einheit stellen, dann kann das leicht passieren, dass es eine Einheit gibt, aber auf Kosten der Wahrheit und dass im Endeffekt eine antigöttliche Einheit entsteht. Gott möchte einen anderen Weg zur Einheit. Gott möchte, dass wir, jeder von uns, die Bibel lesen, und zwar nicht durch die Brille seiner eigenen Konfession, sondern dass wir die Bibel lesen mit offenem Herzen, mit demütigem Herzen. Und dass wir Gott bitten, den Heiligen Geist bitten, Herr, zeige du uns, was dein Wort uns sagen möchte, was du zu uns reden möchtest durch dein Wort. Und wenn wir mit dieser Einstellung die Bibel lesen und auch versuchen, auch neue Dinge zu erkennen, die der Heilige Geist uns zeigen möchte, dann werden wir immer weiter tiefer hineinwachsen und dann wird der Heilige Geist uns zu der einen Wahrheit hinführen und es gibt nur eine Wahrheit. Und dann werden wir alle die gleiche Wahrheit am Ende haben, denn der Heilige Geist führt dann in die Wahrheit. Und dann haben wir die Einigkeit durch die Wahrheit und nicht Einigkeit auf Kosten der Wahrheit. Und so war es damals auch, dass in den ersten zwei Jahrhunderten die Christen eins waren, es gab keine Spaltungen und die Gemeinde war rein und sie haben ihren Glauben gelebt. Und wir finden diese Kennzeichen der ersten Gemeinde Jesu in Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2 und dort die Verse 42, 46 und 47. Und dort lesen wir: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Und 46 und 47, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Eine schöne Beschreibung hier. Es war die erste Gemeinde in Jerusalem. Natürlich gab es auch in anderen Städten dann auch christliche Gemeinden, die dann entstanden sind. Aber die erste Gemeinde war die in Jerusalem, die bei Pfingsten entstanden ist. Und was sind hier ihre Prinzipien, die sie hatten? Sie blieben in der Lehre
Das heißt, sie sind nicht von der Lehre abgewichen. Sie haben die reine biblische, göttliche Lehre bewahrt, die die Apostel von Jesus bekommen haben. Sie blieben in der Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist wichtig, dass man untereinander eins ist und sich gegenseitig stärkt und hilft auf dem Weg. Dann steht hier im Brotbrechen. Brotbrechen kann zwei Dinge bedeuten. Einmal das Abendmahl, das Mahl des Herrn. Aber Brotbrechen kann auch einfach nur Gastfreundschaft bedeuten, dass sie, wenn es hier steht in Vers 46, dass sie das Brot brachen hier und dort in den Häusern, dann heißt das, dass sie sich eingeladen haben und so Art Hauskreise hatten, wo sie dann auch gegessen haben und auch Gottes Wort studiert haben. Und im Gebet. Das Gebet ist auch ganz wichtig, das gemeinsame Gebet einer Gemeinde oder von den Gläubigen. Und so haben wir hier die Prinzipien, die Kennzeichen der Gemeinde. Die hatten die reine Lehre, sie hatten eine Gemeinschaft, sie hatten enge Beziehung zu Gott, Glauben an Jesus und ja, und sie haben auch das weitergegeben. Ja, sie haben auch Gottes Wort, im Tempel heißt es hier, waren sie jeden Tag zusammen und haben missioniert und hier steht, Gott fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Das heißt, war eine schöne Einigkeit untereinander und die Einigkeit war durch den gemeinsamen Herrn, durch die gemeinsame Botschaft, durch die gemeinsame Lehre, die sie hatten. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, wie sich denn die christliche Gemeinde weiterentwickelt hat. Wir lesen dazu Offenbarung Kapitel 5, das ist jetzt die Einleitung zu den sieben Siegeln. Offenbarung Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Und die ersten vier Siegel sind nachher die apokalyptischen Reiter, die wir uns dann genauer anschauen wollen. Und die beschreiben dann so den Ablauf der christlichen Gemeinde in den weiteren Jahrhunderten. Erstmal Offenbarung Kapitel 5, Verse 1 bis 10. Und ich sah in der Hand, in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, beschrieben, innen und außen, versiegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch aufzutun und hineinzusehen. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun das Buch und seine sieben Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den vier Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm, wie geschlachtet. Es hatte sieben Hörner und sieben Augen, das sind die sieben Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und dann jeder hatte seine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie zu unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Ja, hier haben wir also in Kapitel 4 übrigens, davor hatten wir die Thronszene, wo der Johannes Gottes Thron sieht im Himmel und dann auch verschiedene Gestalten und auch Gott und die Engel und so weiter. Und dann sieht er, wie hier ein Buch mit sieben Siegeln erscheint und niemand kann es auftun. Und dann weint er darüber und dann heißt es das Lamm. Natürlich, das Lamm ist Jesus Christus. Das Lamm, was geschlachtet ist, wie geschlachtet. Ja, und Jesus ist ja das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und er ist derjenige, der dieses Buch mit den sieben Siegeln öffnen kann. Und zwar, die Frage ist natürlich jetzt, was ist das für ein Buch? Wir sehen nachher, wenn die verschiedenen Siegel geöffnet werden, dass dann verschiedene Dinge passieren in der Kirchengeschichte. Und das heißt also, dieses Buch hängt zusammen mit der Erlösung, mit dem Erlösungsplan, weil hier steht extra dabei, das Lamm, das geschlachtet ist, kann das Buch auftun. Und dann steht nachher Kapitel 6, Vers 1, und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel aufzahlt und so weiter, und dann kommt etwas. Das heißt, dass dieses Buch sozusagen so den Erlösungsplan Gottes beschreibt, offenbart, zeigt und verschiedene Stationen in dem Erlösungsplan und natürlich auch denn diejenigen, die dann gerettet werden
uns auch, wie Gottes Gemeinde weitergeht und was Gott für seine mit seiner Gemeinde tut. Und deswegen ist nur kein anderer, kein Engel und niemand anders kann diesen Einblick geben und den Erlösungsplan ausführen und durchführen als Jesus Christus. Es ist interessant, dass auch Jesus generell von der Dreieinigkeit, die wir haben, dass Jesus derjenige ist, der der Ausführende ist im Erlösungsplan Gottes. Er ist derjenige, der die Welt geschaffen hat. Er ist Yahweh im Alten Testament, der zu Mose gesprochen hat, der das Volk Israel geführt hat, der Fels, ja, und die Wolke, die ihm vorausgegangen ist. Er ist der auf die Welt gekommen ist, der bei uns hier gelebt und gestorben ist und derjenige, der jetzt im Himmel für uns als Hohepriester eintritt. Jesus ist der aktive Teil im Erlösungsplan mit uns Menschen, der den Kontakt zu uns Menschen aufgenommen hat und unterhält. Ja, und deswegen ist hier auch das Lamm, Jesus Christus, ist hier würdig und es kann jetzt das öffnen, das, was nämlich hier jetzt den Erlösungsplan für uns, für unser Leben, für unsere Gemeinde bedeutet. Ja, und da haben wir jetzt die apokalyptischen Reiter. Wir haben ja vier Reiter, interessant, wir haben sieben Siegel und die ersten vier sind ähnlich und die letzten drei sind ähnlich. Die ersten vier sind nämlich vier verschiedene Pferde mit verschiedenen Farben, die verschiedene Epochen der Kirchengeschichte, der christlichen Kirche darstellen. Und die letzten drei sind dann nachher andere, die werden wir heute nicht so ausführlich anschauen. Wer da mehr wissen möchte, da haben wir dieses Zusatzblatt, die sieben Siegel, da haben wir dann die Siegel 5 bis 7 auch noch ein bisschen ausführlicher beschrieben. Das ist dann auch noch interessant. Ja, so haben wir also hier die sieben Siegel und besser gesagt die vier apokalyptischen Reiter, die jetzt den Zustand der christlichen Kirche im Laufe der Jahrhunderte beschreiben. Fangen wir einfach mal an. Lesen wir Offenbarung Kapitel 6, Verse 1 und 2. Da haben wir das erste Siegel. Dort heißt es: Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat, und ich hörte einen der vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme: Komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und ihm wurde eine Krone gegeben, und er zog aus, sieghaft und um zu siegen. Ja, also hier haben wir die Merkmale von diesem ersten Siegel, von diesem ersten Pferd. Das ist übrigens jetzt die Zeit der Urgemeinde von 31, da war der Beginn der christlichen Gemeinde zu Pfingsten, bis ungefähr 100 nach Christus. Das ist die Zeit der Urgemeinde. Und das sind jetzt die Merkmale, wie die Urgemeinde damals ausgesehen hat. Übrigens ist es interessant, dass die Reiter auch parallel sind zu den sieben Gemeinden. Wir hatten ja schon mal die sieben Gemeinden ausgelegt. Und da hatten wir auch gesagt, Ephesus war die erste Gemeinde und die ging auch von 31 bis 100 nach Christus. Und die Charakteristika und Merkmale von der Gemeinde Ephesus, was in Offenbarung 2 hier geschrieben ist, sind die gleichen Merkmale, die auch dieses erste Pferd hier zeigen. Übrigens, einige glauben, dass dieser Reiter auf dem weißen Pferd, dass das Jesus Christus ist, weil in Offenbarung 19 wir noch einmal einen Reiter auf dem weißen Pferd haben, Kapitel 19, Vers 11, aber die Beschreibung ist anders. Ja, der Reiter auf dem weißen Pferd in Kapitel 19, der hat Augen wie Feuerflammen und der hat auf seinem Haupt viele Kronen und der hat ein Gewand mit Blut getränkt und sein Name ist Gottes Wort und so weiter. An seinem Mund hat er ein scharfes Schwert und der Reiter hier hat etwas anderes. Ja? Der hat einen Bogen, eine Krone. Und er siegt, er zieht aus, um zu siegen. Die Merkmale haben wir also hier, die Farbe weiß, einen Bogen haben wir und die Krone. Was bedeutet das? Nun, die Farbe weiß ist ganz klar, das ist ein Zeichen für Reinheit, für die Reinheit der Lehre, für die Reinheit ihres Lebens. Ja? Und zwar, so haben wir es auch beschrieben in der Offenbarung Kapitel 2, bei der Gemeinde Ephesus, dass Gott die Gemeinde lobt, weil sie die falschen Lehrer, die Irrlehrer, nicht geduldet hat und rausgeworfen hat. Hier sagt er in Kapitel 2, Vers 6, das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Und so war es hier auch, dass hier eben diese Gemeinde die reine Lehre bewahrt hat, die Farbe weiß. Bogen ist ein Symbol für Kampf,
vor allen Dingen Kampf, das Evangelium weiter zu sagen, aber auch natürlich Kampf gegen die Sünde. Und dass hier auch, dass sie hier im Kampf gegen die Sünde auch gesiegt haben und auch vorwärts gegangen sind. Und die Krone ist natürlich auch ein Symbol für den Sieg. Hier steht eigentlich nicht im Grundtext Krone, hier steht eigentlich Siegeskranz. So wie die Römer hatten ja damals auch, wenn sie irgendwelche Feste hatten und Sportfeste hatten, dann hatten sie dann für den Gewinner so einen Siegeskranz, ja, den er dann bekommen hat. Und das ist eigentlich, was hier steht, ein Siegeskranz. Und das ist also ein Zeichen für Sieg. Und so war es auch, dass die erste Gemeinde im ersten Jahrhundert von Sieg zu Sieg geeilt ist. Ja. Und zwar, das haben wir einmal deshalb, weil die Gemeinde eine Gemeinde des Wortes war. Wir lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 29, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als sie verkündigt haben von Jesus Christus und von der Auferstehung Jesu und der Hohe Rat und die Pharisäer dagegen waren, weil sie ja schuld waren am Tod Jesu, haben sie ihnen verboten, davon zu predigen. Und sie haben gesagt, nein, die haben den Auftrag von Gott bekommen, das Evangelium zu verkündigen und wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das heißt, sie haben sich an der Bibel orientiert, am Wort orientiert und haben nur das gepredigt, was das Wort sagte. Und das hat ihnen damals Kraft, Durchschlagskraft und auch Wachstum geschenkt, dass viele Menschen dann darauf gehört haben und sie dann auch gewachsen sind. Ja, so ist also die erste Gemeinde eine Gemeinde des Sieges gewesen. Im Jahre 30 nach Christus, oder 31 nach Christus muss man sagen, als sie begonnen haben, dort waren es ungefähr 500 Christen. Und dann kamen ja 3000 dazu, als sie dann die Pfingstpredigt und die Taufe dann gewesen ist. Und man nimmt an, dass ungefähr 70 Jahre später, im Jahre 100 nach Christus, ungefähr 500.000 Christen schon existierten. Und zwar im gesamten Römischen Reich, in jeder Ecke, überall. Das heißt, die Christen, die haben, als sie verfolgt wurden, haben sie das Wort mitgenommen, sind von Ort zu Ort gezogen, haben sie überall angesiedelt und haben dort, wo sie hingekommen sind, dann auch evangelisiert, über Jesus gesprochen und die Botschaft vom Evangelium weitergegeben. Ja, so kann man sagen, so ist das weiße Pferd ein sehr gutes Symbol für die Urgemeinde, die hier wirklich sich ganz dafür eingesetzt hat. Und zwar eines ihrer Merkmale, warum sie so eifrig waren, war, weil sie glaubten, dass Jesus noch zu ihrer Lebzeit wiederkommen würde. Die Naherwartung. Die Naherwartung hat sie dazu motiviert, zu sagen, wir wollen mit ganzer Kraft alles, was wir haben, unser Geld, unsere Zeit einsetzen, die Botschaft zu verkündigen, dass Jesus kommt und dass wir dann zu ihm nach Hause gehen dürfen. Natürlich, wir wissen, dass Jesu Wiederkunft noch nicht gewesen ist, damals, zur Zeit der Urgemeinde. Aber sie haben innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von 70 Jahren, haben sie das ganze Römische Reich durchdrungen mit der Botschaft von Jesus. Der zweite Reiter, wir lesen Offenbarung Kapitel 6, Verse 3 und 4. Dort heißt es, und als es, das Lamm nämlich, das zweite Siegel auftat, hörte ich eine zweite Gestalt sagen, komm. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Ja, also hier haben wir das zweite Pferd. Dieses zweite Pferd, welche Merkmale hat es? Es ist rot, von der Farbe her rot. Ein Schwert wird ihm gegeben, dem, der darauf sitzt. Und ja, was bedeutet das? Rot ist ein Symbol für Feuer oder auch für Blut. Beides kann es sein. Ja? Und das Schwert ist natürlich auch ein Symbol für Tod. Ja. Und zwar ist das hier genau auch die Phase, wo die Gemeinde verfolgt wurde. Die verfolgte Gemeinde, das ist wieder identisch mit der zweiten Gemeinde in Offenbarung Kapitel 2, ab Vers 8, die Gemeinde Smyrna, ist auch die verfolgte Gemeinde. Da sagt Gott auch zu ihr, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Offenbarung 2, Vers 10. Und dass auch einige ins Gefängnis gehen müssen und so weiter. Da schreibt er von der Verfolgung, von der Bedrängniszeit. Und das Gleiche haben wir auch hier, dass wir auch hier bei diesem Pferd, bei dem roten Pferd, das Blut, das Schwert, der Friede, der genommen wird und die Verfolgung, die sie hier erleiden müssen, beschrieben ist. Das ist die verfolgte Gemeinde
ungefähr von 100 nach Christus bis 313. 313 deshalb, weil da Diokletian, der letzte römische Kaiser, der die Gemeinde verfolgt hat, gestorben ist und dort kam ein neuer Kaiser, der dann das Christentum positiv beurteilt hat und der hier die Verfolgung beendet hat. Ja. So haben wir also hier die verfolgte Gemeinde ungefähr 200 Jahre hindurch. Und zwar zuerst wurden sie verfolgt, aber das auch im ersten Jahrhundert von den Juden. Aber die Verfolgung, die wir hier haben, die hier beschrieben ist, war eine Verfolgung durch die Römer. Die Römer haben die Christen verfolgt. Das Problem war dann nur, je mehr sie sie verfolgt haben, desto mehr haben sie sich ausgebreitet. Weil selbst wenn sie als Märtyrer gestorben sind, war es doch so, dass dadurch, dass Gott ihnen Kraft gegeben hat, übernatürliche Kraft, haben die anderen Menschen gesehen, das ist nicht normal. Das ist, wenn die für ihren Glauben einstehen, für ihren Glauben sterben, hier steht Gott seinen Kindern bei. Und dass man diese göttliche Kraft gespürt und gemerkt hat, das hat sie berührt und das hat sie dafür veranlasst, dass noch viel mehr Menschen denn sich zum Christentum bekannt haben. Ja, deswegen, das Kolosseum in Rom, das war eines der Städten, wo die Christen auch getötet wurden, den Löwen vorgeworfen wurden. Da waren ja auch dann viele andere Spiele gewesen. Ja, es war ein riesengroßes Gebäude dort. Ja. Die Christen wurden durch Rom verfolgt. Ja. Und hier sieht man so ein Bild. Es gibt auch diesen Film Quo Vadis, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, wo dann beschrieben ist, wie dann die Christen hier verbrannt wurden, auf den Scheiterhaufen, sieht man hier hinten, oder auch den Löwen vorgeworfen wurden und von Löwen zerrissen wurden. Ja. Und interessant ist, viele starben singend als Märtyrer. Auch in dem Film Quo Vadis, das ist sehr interessant und sehr eindrucksvoll dargestellt, wie sie, als dann die Löwen kommen, wie sie auf einmal alle singen. Einige fangen an und alle, die Hunderten, die da alle in der Arena stehen, singen ein Lied, um Gott zu loben und auch um sich Mut zuzusingen. Und dann, und das ist ja noch eine Zeit gewesen, sie waren noch vor dem ersten Jahrhundert, das war die Zeit Neros, kommt dann Nero auf einmal in Schwierigkeiten und sagt, die singen ja. Ja, wie kann es nur sein, dass sie singen? Ja? Der konnte nicht begreifen, dass die Menschen, die hier für ihren Glauben sterben müssen, auch noch singen können. Ja? Aber das kann nur ein Mensch, der mit Gott in Verbindung ist, dem Gott die Kraft dazu gibt. Ja? Und das war auch der Grund, warum das Evangelium durch die Verfolgung sich noch mehr ausgebreitet hat als vorher. Ja, der dritte Reiter, den finden wir in Offenbarung Kapitel 6, Verse 5 und 6. Und dort lesen wir, und als es das dritte Siegel auftat, hörte ich die dritte Gestalt sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme mitten unter den vier Gestalten sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Aber dem Öl und Wein tut keinen Schaden. Ja, jetzt haben wir das dritte Pferd. Die Merkmale, übrigens, das ist jetzt die Kirche der faulen Kompromisse, 303 bis 538, gucken wir es gleich ein bisschen genauer an. Erstmal die Merkmale, das Pferd ist schwarz und eine Waage hat der in der Hand, der hier darauf reitet. Und die Frage ist, schwarz bedeutet Finsternis, Dunkelheit. Das heißt, eine geistliche Finsternis kommt hier über diese Gemeinde, weil sie von Gott abfällt. Das gleiche haben wir übrigens auch wieder in der Parallelgemeinde in Offenbarung Kapitel 2. Das ist Pergamon. Hier steht auch, hier wirft Gott ihr auch vor, dieser Gemeinde, dass sie vom Glauben abfällt. Ja, dass sie also auch die Nikolaiten und auch die Lehre Biliams und andere Dinge hier gutheißen und dulden und das weiter fortsetzen. Und deswegen hier ist Finsternis, geistliche Finsternis, dass also die Gemeinde hier Schritt für Schritt vom Glauben abfällt. Und eine Waage in der Hand, eine Waage ist immer ein Symbol für Gericht. Wir haben zum Beispiel die Waage beim Belsazar. Der letzte babylonische König, und der hat ja diese Schrift an der Wand gesehen, Mene, Mene, Tekel, Upasin. Und dann hat der Daniel ihm das ausgelegt. Und Daniel hat ihm gesagt, Mene, das heißt, du bist gewogen, und zu leicht befunden worden. Ja, das heißt, das Wiegen ist etwas, wo man etwas mit dem Original vergleicht
ob es dem auch entspricht. Und so ist das Wiegen ein Zeichen für Gericht, dass Gott Gericht hält. Und wenn jemand durchfällt beim Wiegen, dann wird er verurteilt. Ja. Deswegen wage es Gericht und auch Abfall. Ja, auch der Belsatzer war von Gott abgefallen, beziehungsweise er hat nie an Gott geglaubt, aber er hat die Geschichten von seinem Großvater, Nebukadnezar, gekannt, wie er sich bekehrt hatte und wie er den Gott des Himmels gedient hat und ihm nachgefolgt ist. Und das hat er alles ignoriert und hat sich bewusst darüber hinweggesetzt. Und das war sozusagen der Abfall und auch das Gericht, was Gott dann über ihn ausgesprochen hat. Ja, und so war es auch, dass in dieser Zeit war Folgendes passiert. Zuerst waren die Christen ja verfolgt worden. Und jetzt freuten sie sich, dass sie endlich Glaubensfreiheit hatten. Sie konnten ihren Glauben frei leben, wie sie wollten. Und das hat natürlich ihnen, ja, das hat ihnen erstmal Kraft und Mut gegeben und es ging vorwärts und es hat die Kirche gestärkt. Aber dann hat Konstantin, der römische Kaiser, der auch übrigens das Sonntaggesetz 321 herausgebracht hat, der Konstantin hat sich dann zum Christentum bekannt. Er hat sich nicht dazu bekehrt, sondern eher dazu bekannt, sagt man. Denn er war in einem Kampf und da war es auf Messerschneide und dann hat er so eine Art Vision gehabt und da hat er ein Kreuz gesehen und eine Stimme hat zu ihm gesagt, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und deswegen war für ihn das Kreuz, das Zeichen der Christen, von Jesu Tod, war für ihn ein Zeichen, was ihm den Sieg gebracht hat. Also es war auch tatsächlich so, dass er hinterher dann auch den Kampf gewonnen hat. Und deswegen war er nicht wirklich zu dem Gott der Bibel bekehrt, sondern er hat mehr dieses Zeichen, das Zeichen der Christen, benutzt, um sich dadurch Vorteile zu verschaffen, dass also seine Regierung auch stabil und gut weiterlaufen konnte. Und von daher hat er dann danach das Christentum zur Staatsreligion gemacht. Das heißt, er hat nicht nur sie erlaubt, dass sie sich treffen können und dass sie ihren Glauben ausleben können, sondern auch die bevorzugt, die Christen waren. Das war natürlich so, dass dann, wenn jemand einen Ministerposten haben wollte, hat er sich zum Christentum bekannt oder bekehrt, in Anführungsstrichen. Das heißt, aber nur deswegen, weil er den Posten haben wollte und nicht, weil er sein Herz Gott übergeben hat. Und deswegen gab es dann viele Menschen, die dann Christen wurden, aber gar nicht im Herzen bekehrt waren. Übrigens, das ist immer eine gefährliche Sache. Wenn die Gemeinde mehr und mehr Menschen in ihren Reihen hat, die dazugehören, aber doch eigentlich gar nicht vom Herzen bekehrt sind. Deswegen sollte man auch, wenn man jemanden tauft, auch schauen, dass derjenige auch gut unterrichtet ist und auch wirklich von ganzem Herzen Jesus nachfolgt und wirklich bekehrt ist. Ja, auf jeden Fall war es dann damals so, dass das nicht so gewesen ist, sondern da waren viele eben, die nur um ihres irdischen Gewinns willen, ihres Vorteils willen, sich zum Christentum bekannt haben und dann sind immer mehr Irrlehren und Abfall in die Gemeinde gekommen. Immer mehr Weltlichkeit ist reingekommen und auch falsche Lehren aus dem Heidnischen, aus dem Griechischen, aus dem Hellenismus und auch aus dem Babylonischen Hintergrund. Und ich habe hier mal ein paar Dinge aufgeführt, Lehren, die aufgekommen sind, die Bibel nicht kennt, die Christus nicht kannte und die einfach im Laufe der Zeit entstanden sind. Ich habe nur mal eine Auszugsliste hier gemacht, man könnte noch viel mehr dazu sagen. Zum Beispiel die Lehre der unsterblichen Seele, dass man sagt, der Mensch hat eine unsterbliche Seele. Das steht in der Bibel nirgendwo drin. Das ist eine Idee von Plato. Plato war ein griechischer Philosoph, der lebte ungefähr 400 vor Christus und hat diese Theorie aufgestellt, dass er sagte, der Mensch besteht aus dem schlechten Leib und aus der guten Seele. Und wenn der Mensch stirbt, dann wird halt die gute Seele vom bösen Leib befreit und deswegen ist der Tod eine Befreiung, ein Leben in einem besseren Zustand danach. Und das hat die Kirche übernommen bis heute. Ich glaube, dass viele Christen, dass die Seele denn frei wird nach dem Sterben, aber das ist in der Bibel nirgendwo beschrieben. In der Bibel steht, dass der Mensch eine Seele ist und dass wenn der Mensch stirbt, dann ist er tot. Bis zur Auferstehung. Haben wir schon darüber gesprochen, als wir das Thema über Tod und Auferstehung durchgenommen haben. Gut, denn eine weitere Lehre ist die Heiligenverehrung. Und da man glaubte, dass eben die Seelen weiterleben und deswegen es auch Heilige im Himmel gibt, hat man dann auch die Heiligen im Himmel verehrt und dann sie als Schutzpatrone für irgendwelche Handwerker oder sonst auch angerufen, dass man ihre guten Werke für sich beanspruchen kann und dass man dadurch auch selbst
vor Gott gnädiger dasteht. Das ist natürlich auch nicht biblisch. Genauso wie auch der Reliquienkult, dass man dann glaubte, dass man irgendwelche Originalknochen oder auch oder Nägel vom Kreuz Jesu oder Splitter vom Kreuz Jesu oder all solche Dinge, die man irgendwelchen heiligen Dingen oder Orte zugesprochen hat, hat man dann gesammelt und geweiht. Und übrigens, bis heute noch ist es so, in jeder Altar, der in irgendeiner Kirche, in einer katholischen Kirche auf der ganzen Welt ist, muss eine Reliquie drin sein, sonst ist es kein Altar. Kein echter Altar, kein geweihter Altar. Ja, also der Reliquienkult ist bis heute, auch in unseren aufgeklärten Ländern, immer noch im vollen Gange, auch wenn man heute nicht mehr so offen darüber spricht, gerade in Deutschland. Aber das war übrigens auch damals eines der Hauptgründe, neben dem Ablasshandel, warum Luther mit der Kirche die Kirche kritisiert hat, weil er sagte, der ganze Reliquienkult ist so etwas, etwas Abergläubisches, dass man glaubt, dass durch diese Knochen oder durch diese Dinge, die meistens übrigens gar nicht stimmen, die gar nicht echt sind, denn es gibt, man hat so viele Nägel irgendwo, die vom Kreuz Jesu sein sollen, da könnte man hunderte von Kreuzen damit bestücken. Deswegen, das ist diesen erstens gar nicht echt und zweitens möchte Gott nicht, dass wir auf Dinge unser Augenmerk legen und Dinge verehren, sondern wir sollen ihn verehren und nicht irgendwelche Dinge, die auf ihn hinweisen. Oder deswegen haben wir auch kein Bild von ihm oder auch keine anderen Gegenstände von Jesus, weil das die Menschen dann nur irgendwo vergöttern würden und das wäre nicht gut. Ja, Reliquienkult, also Säuglingstaufe, haben wir schon darüber gesprochen, das ist auch nicht biblisch. Also das kam in die Kirche hinein durch den Gedanken der Erbsünde und dass man also die Erbsünde wegwaschen müsste von den Säuglingen, damit sie dann nicht sterben, nicht verloren gehen, wenn sie sterben sollten. Ja, dann haben wir die Sonntagsheiligung. Ja, 321 hat Konstantin den Ruhetag vom Samstag, vom Sabbat auf den Sonntag verändert. Warum? Weil der Sonntag war der heilige Tag der Heiden. Das war der Tag der Verehrung der Sonne. Und sie glaubten und sagten eben die Sonne, weil sie uns Leben und Wärme und Licht gibt. Deswegen müssen wir sie verehren und deswegen hat man den Sonntag dann als Feiertag gehabt, Sonntagsheiligung. Die Beichte. In der Bibel steht nirgendwo, dass wir einem anderen unsere Sünden bekennen sollen, sondern dass wir sie Jesus bekennen sollen. Jesus ist unser himmlischer Fürsprecher und wenn wir sie ihm bekennen, dann ist er treu und gerecht. 1. Johannes 5, Vers 8 und 9, 1. Johannes 1, Vers 8 und 9, dass er uns vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, Jesus ist derjenige, der uns vergibt und nicht ein Priester, dem wir unsere Sünden beichten sollen oder müssen. Dann der Ablasshandel. Dass ich bezahlen kann, um meine Sünde vergeben zu bekommen. Natürlich ist das nicht biblisch und auch nicht nach dem Glauben des Apostels Paulus. Auch die ewig brennende Hölle. Wenn es eine unsterbliche Seele geben sollte, dann müssen ja die Menschen, die nicht ewiges Leben im Himmel haben, irgendwo anders ewig sein. Und deswegen hat man dann die ewig brennende Hölle erfunden. Aber ich denke, diese Lehre von der ewig brennenden Hölle, die ist furchtbar. Ja, wenn man sich vorstellt, dass die Menschen glauben oder die katholische Kirche lehrt, dass Gott sich in der Ewigkeit ergötzen wird und sich freuen wird, wie die Menschen da in der Hölle schmoren und leiden und schreien und Schmerzen haben. Das ist ja, und dann sagt man noch, naja, und da sie ja Gott lästern in der Hölle und dort, deswegen werden sie immer noch neue Sünden hinzufügen, die ganze Ewigkeit hindurch. Deswegen wird die Sündenschuld dieser Menschen immer größer, immer größer, immer größer und kann nie wieder abgetragen werden. Aber das ist natürlich vollkommener Unsinn. Gott sagt, die Bibel sagt, dass die Sünde am Ende ausgerottet werden wird. Es wird keine Satan, keine Sünde, kein Tod und kein Leid mehr sein. Weil das sind alles die Folgen der Sünde. Und Gott möchte die Sünde nicht verewigen in der ewig brennenden Hölle, sondern er möchte die Sünde beseitigen, dass wir am Ende mit Gott leben können im Himmel auf der neuen Erde, ohne Sünde, ohne brennende Hölle. Natürlich, es gibt eine brennende Hölle, aber die ist nicht ewig. Das ist der feurige Pfuhl, der wird eine gewisse Zeit lang von einem zu anderen Äon steht dort brennen und dann ist es fertig. Und dann steht dort, dann werden sie den zweiten Tod, den Sündentod und ewigen Tod sterben. Ja, also deswegen ist auch eine Irrlehre, die hier, diese Lehre hat sehr viele Menschen dazu gebracht, dass sie sich von Gott abgewandt haben. Sie haben gesagt, wenn Gott seine Geschöpfe, die er gemacht hat, so quält und daran Lust auch noch hat, dann kann ich an so einen Gott nicht glauben, dass es ein liebender Gott ist. Und viele haben ihren Glauben an Gott aufgegeben, wegen dieser Irrlehre. Oder andere sind dazu übergegangen, dass sie gesagt haben, wir glauben an die Allversöhnung.
Das heißt, dass am Ende alle Menschen gerettet werden, weil Gott niemals Menschen in der ewig brennenden Hölle quälen wird. Aber es ist auch verkehrt. In der Bibel haben wir ganz klar Aussagen, dass es Menschen geben wird, die gerettet werden und welche, die verloren gehen. Und der große Teil sogar der Menschheit wird verloren gehen. Jesus sagt, der Weg ist breit und die Pforte ist breit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind, die darauf laufen. Ja, und der Weg und die Pforte ist schmal, die zum ewigen Leben führt und es sind nur wenige, die darauf gehen. Ja, dann haben wir hier das Fegefeuer. Da sagt man, wenn Menschen ganz gut sind, kommen sie gleich in den Himmel. Wenn sie ganz böse sind, kommen sie gleich in die Hölle. Aber die meisten Menschen sind eben nicht so ganz gut, aber auch nicht so ganz böse. Die haben es ganz gut gemeint, aber doch nicht gut gemacht. Und die kommen eben ins Fegefeuer. Und da müssen sie halt ein paar tausend oder ein paar hunderttausend Jahre für ihre Sünden büßen und brennen. Und wenn sie denn lang genug ihre Sünden gebüßt haben, dann kommen sie irgendwann in den Himmel. Und natürlich kann man ein bisschen nachhelfen, wenn man dann bestimmte Messen liest und dafür auch ordentlich bezahlt, für die Messen zu lesen, dann kommt die Person eben ein paar tausend Jahre früher aus dem Fegefeuer heraus und damit kann die Kirche gute Geschäfte machen. Ja, Marienverehrung. Ja, dann natürlich auch Maria ein Mensch ist und alle Menschen, die gestorben sind, in den Gräbern liegen und auf die Auferstehung warten, so ist auch Maria im Grab und wartet auf die Auferstehung. Und die Marienverehrung, die wir haben, ist natürlich nicht biblisch. Und auch die Marienerscheinungen waren nicht wirklich Maria, denn Maria ist nicht im Himmel und kann nicht erscheinen, sondern das waren Dämonen, die die Gestalt Marias angenommen haben. Die Bibel spricht davon, dass Dämonen die Gestalt von Toten annehmen können und damit Menschen verführen können. Das haben wir hier auch mit dabei. Denn, dass die Erlösung aus Glaube und Werke geschieht. Die Bibel sagt, wir werden erlöst allein durch den Glauben. Ja. Und die Kirche sagt, nein, wir werden erlöst Glaube plus Werke. Und nicht nur allein durch Jesus Christus, sondern wir werden erlöst durch die Kirche. Die Kirche spendet das Heil, dass die Menschen erlöst werden können. Und sie sagen, die Tradition steht über der Bibel. Das war auch der Punkt, warum Luther die Reformation so stark angefacht hat, weil er sagte, nein, die Schrift ist alleinige Grundlage unseres Glaubens. Und nur die Schrift und nichts anderes. Und dann sagten die anderen, naja, der Dr. Eck und die anderen sagten, naja, aber die Konzilien und die Bischöfe und die Kirche hat doch auch das Recht, das auszulegen. Und Luther hat aber dann gesagt, naja, aber die haben schon oft geirrt. Die Schrift irrt nicht. Deswegen, die Protestanten sagen, die Schrift ist die Grundlage alles Glaubens und Lebens. Die katholische Kirche sagt, nein, die Tradition steht über der Bibel, über der Schrift. Dann die Unfehlbarkeit des Papstes. Ja, es gibt nur einen, der unfehlbar ist, das ist Gott selbst. Und jeder, der sich Unfehlbarkeit anmaßt, ist damit jemand, der sich an Gottes Stelle setzt, weil er damit göttliche Eigenschaften für sich in Anspruch nimmt. Das Messopfer, die Katholiken glauben oder haben hier eingeführt die Lehre, dass bei jedem Abendmahl, was sie Messe nennen oder Eucharistiefeier, dass bei jedem Messe Jesus vom Himmel wieder neu herabkommt, neu geopfert wird, und dass sich das Brot in den echten Leib Jesu verwandelt und man dann Jesus wirklich isst, buchstäblich isst. Ja. Und deswegen hat der Priester Gewalt über Jesus, dass er Jesus vom Himmel herabholen kann und dass Jesus dann in diese Oblate hineinschlüpft und dort dann gegessen wird. Natürlich ist das auch nicht biblisch, denn im Hebräer steht, dass Jesus nur einmal gestorben ist und die Menschen auch nur einmal leben und einmal sterben und danach kommt das Gericht. Das heißt also, dass Jesus nicht ständig sich neu opfern muss, sondern dass Jesus ein Opfer von ihm auf Golgatha ausreicht, um alle Schuld zu bezahlen und Sünde zu vergeben. Auch der Unterschied zwischen Laien und Klerus, ja, dass der Klerus eben Menschen sind, die höher stehen, und die Laien, das sind eben, und die Laien dürfen eben viele Sachen nicht machen. Und da gibt es eben diesen Standesunterschied. Die Bibel kennt das nicht. Da sind eigentlich alle gleich. Nur die haben verschiedene Funktionen, verschiedene Aufgaben innerhalb dessen, je nachdem, welche Gaben Gott ihnen gegeben hat. Denn die Bilderanbetung, ja, oder Bilderverehrung, muss man besser sagen, ja, dass auch dort Bilder in den Kirchen hängen und verehrt, angebetet werden, Statuen, Bilder oder auch andere Dinge. Ja, und auch die Sakramente. Sakramente, man könnte jetzt viel erzählen und viel erklären hier, aber es ist Folgendes, die Kirche kennt 7 Sakramente, zum Beispiel Hochzeit oder die Eucharistie oder letzte Ölung und verschiedene andere Dinge und die Beichte. Und dann sagen sie, Sakrament bedeutet,
das durch den Vollzug der Handlung. Wenn also ein Priester, der geweiht ist, bestimmte Weihriten, Rituale bekommen hat, der bestimmte Worte dann sagt, bestimmte an Anführungsstrichen Zauberformeln sagt, dass der dann das Heil spenden kann. Das heißt, wenn also, zum Beispiel bei der Taufe, das ist auch ein Sakrament, wenn jetzt zum Beispiel bei der Taufe, jetzt der Priester den Säugling tauft und diese Taufformel spricht und das Wasser, diese Tropfen dort, dann da versprengt, dann glauben sie, dass damit das Heil in den Menschen, in das Säugling hineingegossen wird und der Säugling in dem Moment gerettet ist. Oder auch bei Erwachsenen, wenn jetzt ein Erwachsener getauft wird oder wenn die letzte Ölung gemacht wird, ja, dann glauben sie, wer die letzte Ölung bekommt, bekommt damit das Heil gespendet. Ob er glaubt oder nicht glaubt, spielt keine Rolle. Nicht der Glaube des Empfangenen ist entscheidend über das Heil, sondern das Sakrament des Priesters, dass der Priester der Richtige ist und es in der Formel tut. Und dann bekommt der, der es empfängt, automatisch das ewige Leben, auch wenn er gar nicht glaubt und wenn er eigentlich damit gar nichts anfangen kann. Also deswegen, Sakramente wirken durch den Vollzug der Handlung schon und nicht durch den Glauben dessen, der es empfängt. Und deswegen hat Luther irgendwann mal gesagt, Luther, die evangelische Kirche, hat die 7 Sakramente auf 3 Sakramente verkürzt. Ja, und irgendwann hat Luther gesagt, eigentlich haben wir nur ein Sakrament, es ist Jesus Christus. Und immer hat er recht, denn Jesus ist derjenige, nur durch ihn haben wir Erlösung. Alles andere ist nur ein Beiwerk, aber nicht um die Erlösung uns zu geben. Die Taufe ist wichtig und die anderen Dinge sind auch wichtig, aber wenn jemand nicht an Gott glaubt, kann die Taufe uns nicht retten. Ja, deswegen ist der Glaube, dass der Glaube an Jesus Christus, das Vertrauen zu Jesus, ist das eigentlich, was uns das ewige Leben zusichert. Und die Taufe ist natürlich das, wodurch ich das in Anspruch nehme und mein Ja dazu zum Ausdruck bringe. Deswegen die Sakramentslehre ist, denke ich, auch etwas, was denn vom Heidentum hier gekommen ist. Ja. Und man könnte noch viele andere Dinge dazufügen. Das sind alles Lehren, die ab dem 4. Jahrhundert Schritt für Schritt in das Christentum Eingang gefunden haben und so die reine biblische Lehre verdreht haben, verändert haben. Und am Ende war die Kirche im Mittelalter eigentlich nur noch eine Mischform aus heidnischen Riten, aus Mystik und aus christlichen Traditionen. Ja. Das war so eine Vermischung und das war natürlich für den Menschen damals schwierig. Warum? Weil sie keine Bibel hatten, die konnten nicht nachlesen. Heute haben wir es leicht, heute können wir sagen, gut, schauen wir einfach mal nach, was steht denn dort? Das konnten sie damals nicht. Im Gegenteil, die Kirche hat sogar den Besitz der Bibel verboten. Sie haben erstens die Messen in Latein gelesen, hat kaum jemand verstanden. Und dann haben sie den Besitz der Bibel, sogar auch Bibelteile, haben sie verboten. Und als die Waldenser dann die Bibel abgeschrieben haben und auswendig gelernt haben, übersetzt haben ins Französische und abgeschrieben haben, und wenn sie erwischt wurden, dann wurden sie hingerichtet, umgebracht. Deswegen, es war sehr gefährlich damals. Sie haben das also dann verteilt, sie sind dann von Haus zu Haus gegangen, als Kaufleute und haben dann dort, kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, und haben dann dort Gottes Wort weitergegeben. Gut, also der dritte Reiter, hier haben wir den Abfall. Das gleiche wie die dritte Gemeinde, Pergamon, so haben wir hier den dritten Reiter, den schwarzen Reiter, wo der Abfall der Christenheit sichtbar ist. Jetzt haben wir hier noch einige Merkmale, nämlich das Getreide wird hier erwähnt, das Getreide, das Öl und der Wein. In Offenbarung 6, Vers 6. Und zwar Getreide, was machen wir mit Getreide? Mit Getreide backt man Brot. Und Brot ist in der Bibel ein Symbol für Gottes Wort. Ja, Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, was aus dem Mund Gottes geht. Das heißt, Getreide ist Gottes Wort. Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Wenn Priester, Könige gesalbt wurden mit Öl, dann ist das ein Symbol für den Heiligen Geist gewesen, der dann sie erfüllt. Und der Wein, wo haben wir Wein oder Traubensaft? Das haben wir bei dem Abendmahl. Und da sagt Jesus, dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das heißt also, dass hier das ein Symbol für Jesu Blut ist. Und jetzt steht hier Folgendes, jetzt steht hier, dem Weizen und dem Gerste, also dem Getreide, wird Schaden getan, also die werden teuer. Und zwar, wenn etwas teuer wird, heißt das, nach Angebot und Nachfrage, nach,
nach den Regularien, wenn etwas knapp wird, wenn etwas zu wenig da ist, also wenn eine Hungersnot da ist, wenn zu wenig Essen da ist, dann wird das Essen teuer. Und so ist es ja auch, dass das Essen so teuer wird, dass das die Menschen eigentlich gar nicht mehr bezahlen können. Aber nur das Wort Gottes. Dagegen Öl und Wein tun keinen Schaden, steht hier. Das heißt also, die konnten weiterhin genommen werden und benutzt werden. Natürlich ist das jetzt nicht wörtlich gemeint mit dem Wort Gottes, mit dem Getreide, Öl und Wein, sondern das bedeutet, wenn das Getreide knapp wird, dann heißt das, Gottes Wort wird knapp. Und zwar aus dem, was ich gerade gesagt habe, aus dem Grund, nämlich weil die katholische Kirche die Bibel nicht mehr verkündigt hat, nicht mehr vorgelesen hat, weil sie verboten hat. Warum? Weil nämlich als die ganzen Irrlehren in die Kirche hineinkamen, dann haben die Menschen ja gemerkt, dass sich was verändert, dass es nicht mehr so war, wie es vorher war. Und dann sind die Menschen hellhörig geworden und haben gesagt, was ist denn jetzt los? Deswegen haben sie extra denn die Bibel nicht zur Rate gezogen und nicht veröffentlicht und nicht gelesen, weil die Menschen dann noch mehr gemerkt hätten, dass das, was die Kirche jetzt neu lehrt, falsch ist, eine Irrlehre ist. Deswegen haben sie die Bibel verboten und die Menschen haben also das Wort Gottes, es ist teuer geworden, es ist rar geworden, das war eine Hungersnot nach dem Wort. Die Menschen hatten das nicht. Und deswegen konnten sie auch nicht wissen, was jetzt Wahrheit ist. Und wenn die Priester etwas erzählt haben, dann mussten sie den Priestern glauben, weil sie hatten ja keinen Vergleich, nichts, was sie damit prüfen konnten. Aber Öl und Wein, also Heiliger Geist und Jesu Blut, wurde keinen Schaden getan. Das heißt, die Menschen waren zu dem Zeitpunkt noch gläubig. Auch wenn sie nicht mehr das Wort Gottes hatten, aber sie sind vom Heiligen Geist geführt gewesen und sie sind durch Jesu Blut noch erlöst. Das heißt, sie sind bekehrt und erlöst, weil die Menschen wirklich von Herzen dem nachgefolgt sind, aber sie haben sie besser gewusst, weil die Kirche sie falsch gelehrt hat. Aber deswegen sind die beiden Dinge noch da, der Heilige Geist wirkt noch und Jesu Blut ist auch noch für die Gläubigen da, dass sie dadurch Vergebung haben können und ihren Weg mit Gott gehen können. Ja, das ist also der dritte Reiter. Und wir sehen, es hat sich genauso erfüllt, wie es hier vorausgesagt ist. Der vierte Reiter, das wird jetzt immer schlimmer. Da haben wir jetzt Offenbarung Kapitel 6, Verse 7 und 8. Dort steht, und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle folgte ihm nach. Und ihnen wurde Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest und durch die wilden Tiere auf Erden. Ja, es wird also immer schlimmer hier. Was haben wir hier für Merkmale? Hier steht ein fahles Pferd. Was ist denn das für eine Farbe? Fahl. Diese Farbe, übrigens auch hier steht im Griechischen ein Wort für diese Farbe und diese Farbe gibt es im Deutschen nicht. Das ist interessant, manchmal gibt es irgendwelche Worte, in welchen Sprachen, die es in anderen Sprachen überhaupt nicht gibt. Zum Beispiel auch das Wort trunken, was Luther oder die Luther-Revision mit betrunken wiedergeben, bei der Hochzeit zu Kana zum Beispiel. Da gibt es im Griechischen ein Wort, das heißt, das Gegenteil von hungrig ist satt. Das Gegenteil von durstig ist, das gibt es im Deutschen nicht. Satt sein im Trinken. Ja? Und da steht eben dieses Wort im Griechischen, wenn jemand trunken ist, dann gibt er den schlechteren Wein. Ja, bei der Hochzeit zu Kana haben sie so argumentiert. Und das heißt nicht, wenn sie betrunken sind, von dem Alkohol nämlich, das ist dann nicht gemeint, sondern wenn sie trunken sind, das heißt, wenn sie satt sind vom Trinken, dann spürt man nicht mehr, wenn der nächste Wein dann die Qualität nicht mehr ganz so gut ist. Und so ist es hier auch. Es gibt hier ein Wort für fahl, die Farbe von diesem Pferd, die gibt es im Deutschen nicht. Und zwar, wir würden das sagen, es ist eine Totenfarbe. Was ist eine Totenfarbe? Das ist so bräunlich, gräulich, grünlich, blass. So ist es die Farbe. Totenfarbe. Ja? Also fahl. Dann haben wir hier den Tod, der ihm nachfolgt und die Hölle folgt ihm nach. Übrigens, da steht im Grundtext nicht Hölle. Luther hat meistens mit Hölle übersetzt, wo eigentlich gar nicht Hölle steht. Da steht nämlich der Hades. Und der Hades ist eigentlich das Totenreich. Also deswegen, also fahl ist die Totenfarbe, Tod ist der geistliche Tod und die Hölle ist das Totenreich. Wo ist das Totenreich? Das ist der Friedhof, dort wo die Toten beerdigt sind, dort wo sie liegen und wo sie dann auch warten auf ihre Auferstehung.
Also mit anderen Worten, diesem Reiter hier folgt jetzt der Tod. Totenfarbe, der Tod selbst und das Totenreich. Und so war es auch diese tote Kirche im Mittelalter, 538 bis 1500 ungefähr. Das heißt, dass die Kirche selber Macht bekam, sie hat die Macht benutzt, um, ja, sie hat die Bibel benutzt und die Religion benutzt, um ihre Macht zu stärken, die Menschen unwissend zu halten und dadurch zu manipulieren und so zu lenken, wie sie das sich vorgestellt haben. Und alle, die ihm widersprochen haben, haben sie blutig verfolgt. Die sogenannten Heretiker oder Ketzer wurden bis aufs Schärfste verfolgt. Ja. Die Inquisition oder auch andere Staaten, die sie aufgestachelt haben. Das war eine schlimme Zeit, ja, wo die Glaubensfreiheit nicht galt, wo niemand seinen Glauben frei leben konnte und wo eigentlich der geistliche Tod da war. Und die Menschen konnten ja nichts dafür, weil sie hatten die Bibel ja nicht. Sie konnten ja nirgendwo geistliches Leben herbekommen. Die Kirche hat ihnen das Leben, das geistliche Leben vorenthalten, das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes vorenthalten. Ja, deswegen, als nachher im ausgehenden Mittelalter die Bibel nachher gedruckt wurde und die Menschen lesen konnten, das war so eine Offenbarung für sie, das war etwas Fantastisches, dass sie das selbst lesen konnten, das war für sie unvorstellbar. Das war ein Schatz. Die Frage ist, schätzen wir heute auch das Wort? Denn wir haben es. Aber jemand, der die Bibel hat und nicht liest, ist genauso schlimm dran wie jemand, der gar keine Bibel hat. Sogar eigentlich noch schlimmer dran, denn der keine Bibel hat, kann vielleicht nichts dafür, dass er keine hat oder sie nicht lesen kann, weil er vielleicht nicht lesen kann. Aber wenn jemand die Möglichkeit hat, die Bibel zu lesen, dann hat sie aber nur in seinem Schrank stehen und liest sie nicht. Das ist also eine Unwissenheit, für die man eigentlich am Ende selbst verantwortlich ist. Gott lädt uns ein, dass wir sein Wort lesen, dass wir darin Kraft finden, dass wir darin Orientierung finden, dass wir darin Stärke, Festigkeit finden, dass wir den richtigen und guten Weg gehen können, den Gott uns zeigen möchte. Ja, also hier haben wir die tote Kirche im Mittelalter, das fahle Pferd. Und diese Macht ist so furchtbar gewesen im Mittelalter, über 1260 Jahre lang hat sie die Macht gehabt. Die ist eine Prophetie, überall, in allen großen prophetischen Ketten kommt die wieder vor. In Daniel 7, das kleine Horn, in Daniel 8, das kleine Horn, in Daniel 12 haben wir auch diese Zeit der Verfolgung auch beschrieben. In Offenbarung 12 haben wir den Drachen, der die Frau verfolgt, das gleiche hier beschrieben, auch diese gleiche Zeit des Mittelalters. In Offenbarung 13 haben wir das, ja, das Tier aus dem Meer beschrieben. Dann Offenbarung 17, die Hure auf dem Tier und Offenbarung 18, der Untergang Babylons. Das sind alles die gleiche Macht, die hier beschrieben ist. Und weil das im Mittelalter so schlimm war, was hier passiert ist, dass die Kirche die Andergläubigen verfolgt hat. Das ist übrigens die gleiche jetzt wieder übertragen von der vierten Gemeinde. Die vierte Gemeinde ist Thyatira. Und hier haben wir auch Gottes Urteil über die, die mit Isabel Hurerei getrieben haben, also die abgefallen sind. Und auf der anderen Seite die anderen, die nicht mitgemacht haben, und denen sagt er, haltet fest, was ihr habt. Also das waren dann zum Beispiel die Hugenotten, die Albigenser, die Waldenser und die Hussiten und so weiter. Und denen hat Gott gesagt, hier, Gemeinde Thyatira, bleibt feste, geht euren Weg. Und die anderen hat er gesagt, ich möchte euch, ja, eigentlich, wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr verloren gehen. So haben wir also jetzt hier die Kirche im Mittelalter. Der vierte Reiter. Das Problem war, das Hauptproblem, dass sich hier Staat und Kirche vereinigt haben. Die Bibel tritt dafür ein, dass Kirche und Staat getrennt sein müssen. Warum? In dem Moment, wo Kirche und Staat zusammengehen, ist der Staat immer in der Gefahr, dass er Gesetze erlässt, die die Kirche vorschreibt. Und wenn religiöse Gesetze per Staatsdekret für alle Menschen verbindlich werden, dann haben wir keine Gewissensfreiheit mehr. Und dann müssen die Menschen so glauben, wie die Kirche das vorschreibt. Und dann haben wir die Inquisition. Und das ist genau das, was hier passiert ist. Ja, ungefähr 100 Millionen Menschen sind umgebracht worden, weil sie anders geglaubt haben, als die Kirche das gewollt hat. 100 Millionen. Und das kommt durch die Vereinigung von Kirche und Staat. Übrigens, in Deutschland haben wir auch
in einigen Punkten, wo Kirche und Staat gemeinsame Sachen machen. Zum Beispiel, dass in Deutschland der Sonntag staatlich geschützt ist. Das ist eigentlich hat einen religiösen Hintergrund. Weil der Sonntag der Tag ist, den die meisten Christen als Feiertag haben, hat der Staat diesen Tag gesetzlich geschützt. In den meisten Ländern, europäischen Ländern, auch in den USA, ist das nicht der Fall. Da sind sonntags die Geschäfte offen, da kann man sonntags Auto waschen, alles Mögliche. In Deutschland geht das nicht. Ja. Oder auch zum Beispiel, dass in Deutschland der Staat die Kirchensteuern eintreibt, automatisch einzieht und dann der Kirche weitergibt. Das ist eigentlich ein Unding. Die Kirchen müssen selbst dafür gucken, dass die Leute, die jetzt zu ihnen gehören, das sind ja eigentlich Privatorganisationen, dass die zu ihnen gehören, auch ihre Steuern oder ihre Kirchenabgaben an die Kirche bezahlen. Deswegen, diese Zusammenarbeit von Kirche und Staat ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Glaubensfreiheit, auch nicht in Deutschland. In den USA ist da wesentlich mehr Freiheit, Glaubensfreiheit. Obwohl auch in Deutschland, in den USA momentan, da gibt es diese Tea Party-Bewegung, diese religiöse Rechte, die genau das wieder möchte. Sie möchten das First Amendment, das ist der erste Zusatz zum Grundgesetz der amerikanischen Verfassung, was die Trennung von Kirche und Staat garantiert, möchten sie aufheben, weil sie Gesetze erlassen möchten, die auch wieder religiösen Charakter haben und auch damit wieder Menschen in ihrem Gewissen zwingen werden. Also deswegen, überall, wo Kirche und Staat zusammengehen, ist es gefährlich. Das gleiche auch in den muslimischen Ländern. Dort, wo Religion in den Staat eingreift und Gesetze erlässt, die die Religion vorschreibt, dort gibt es Verfolgung. Deswegen, und die Gegner wurden grausam bekämpft. Also sie haben sich furchtbare Foltermethoden ausgedacht, um die Menschen denn zu quälen und zu töten und umzubringen. Ja, so haben wir also in der Übersicht jetzt nochmal diese Degeneration, den Verfall. Zuerst haben wir im ersten Jahrhundert die Reinheit der christlichen Kirche, der christlichen Gemeinde. Dann wurde sie verfolgt vom 100 bis 313 nach Christus. Da war sie auch noch rein und hat sich mehr verbreitet. Dann haben wir die Zeit der Kompromisse, wo als das Christentum zur Staatsreligion wurde, dort haben Irrlehren in den Weg in die Kirche gefunden und der Abfall fand statt. Man wollte eigentlich das den Heiden leichter machen, Christen zu werden. Aber anstatt dass die Heiden Christen wurden, wurden die Christen Heiden. Und der Abfall der Christenheit war die Folge. Ja, und dann der vollständige Verfall in dem Fahlenpferd 538 bis 1500 ungefähr. Das heißt also, wir kommen von der Reinheit, von der Schönheit des Evangeliums bis zum finsteren Mittelalter, wo wirklich es finster war. Und es war schlimm. Also im Mittelalter, da hätte ich nicht leben wollen. Das war eine schlimme Zeit. Ja, was sagt Gott dazu? Im Judas 3, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Und dieser Bibeltext ist so wichtig. Hier heißt es, haltet entschlossen am Glauben fest und bewahrt ihn genauso, wie er euch überliefert wurde. Denn was Gott gesagt hat, ist für alle Zeit gültig. Das ist wichtig. Die Kirche sagt, nein, was Gott gesagt hat, gilt nur für damals und wir haben das Recht, das Wort, was Gott gesagt hat, zu verändern. Nein, Gott sagt hier, wir sollen den Glauben genauso bewahren, wie wir in der Bibel ihn geschrieben haben und nicht verändern. Und was Gott gesagt hat, ist für alle Zeit gültig. Das gilt auch heute noch. Deswegen müssen wir die Bibel lesen, ernst nehmen, dass wir sie wörtlich nehmen, auf uns anwenden und ausleben. Ja, jetzt ist Folgendes. Als jetzt alles so immer schlimmer geworden ist, hat Gott das Licht der Wahrheit wieder Schritt für Schritt leuchten lassen. Aber es war so, er hat es nicht gemacht, indem er das mit einem Schlag gebracht hat. Hätte er im Mittelalter den Menschen die gesamte Wahrheit der Bibel offenbart, die Menschen hätten das nicht begreifen können, nicht verstehen können. Das ist genauso wie wenn man irgendwo in einem dunklen Keller sitzt, kein Lichtstrahl, und jetzt, dann geht man vom dunklen Keller im Sommer, mittags in den hellsten Sonnenschein raus. Ja. Das kann man nicht aushalten. Die Augen können das nicht aushalten, ja, weil das zu grell für sie ist. Und so ist es auch hier. Die Menschen hätten das nicht verstehen können. So hat Gott seine Wahrheit
Schritt für Schritt ans Licht gebracht. So wie auch am Morgen, wenn die Dämmerung kommt. Die Dämmerung kommt nicht mit einem Schlag, sondern das wird allmählich immer heller, immer heller, immer heller, fast unmerklich, bis es dann irgendwann richtig hell ist. Und so ist es auch, so hat Gott auch das Licht der Wahrheit wieder, wie die Dämmerung, wieder wachsen lassen, mehr werden lassen, bis am Ende die ganze Wahrheit, das ganze Licht wieder sichtbar war. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie das passiert ist. Also die vier apokalyptischen Reiter waren erstmal die Degeneration der Gemeinde und jetzt finden wir wieder die Reformation der Gemeinde, die Wiederherstellung der Gemeinde und der Wahrheit vor allen Dingen. Ja, da haben wir zuerst einmal, also ich habe jetzt auch nicht alle, die es überhaupt gab, sondern ich habe auch mal die wichtigsten hier herausgegriffen und das kann man jetzt ein bisschen beschreiben. Petrus Waldus, der hat gesagt, die Bibel ist die Grundlage. Petrus Waldus, der hat dann, darauf gehen die Waldenser zurück. Ja? Wir machen übrigens mit unserer Gemeinde, Wendgemeinde Mannheim, jedes Jahr immer eine Waldenserfahrt, immer so Ende Juli, Anfang August, wo wir für 10 Tage dort nach Torrepelitsche fahren, dort die Orte, die man da so sieht, hier auf dem Bild auch, wo man dann zusammen studiert, die Prinzipien der Waldenser und dann diese Orte besucht und auch ein bisschen wandern geht dabei und Gemeinschaft hat untereinander und dass man da auf den Spuren der Waldenser sich begibt und das ist immer höchst interessant und spannend und auch glaubensstärkend. Das ist diese Babenschule, das sind so diese drei Häuser, die so in den Bergen ziemlich weit so am Hang gebaut sind. Die Waldenser haben meistens unten gewohnt, aber sie sind oftmals blutig verfolgt worden von den Savoyenen, von den Franzosen oder von den Katholiken direkt. Und dann, wenn sie verfolgt wurden, dann haben sich in die Berge zurückgezogen, haben dann oben gewohnt und manchmal wurden sie auch dort noch verfolgt und mussten dann irgendwo in Höhlen oder irgendwo anders dann leben und viele sind umgebracht worden und sie haben sich auch verteidigt dort. Aber sie haben die Fackel der Wahrheit hochgehalten. Und vor allen Dingen, sie haben die Bibel übersetzt. In den Wintermonaten haben sie abgeschrieben mit der Hand, auswendig gelernt. Sie kannten teilweise das gesamte Neue Testament auswendig. Das war schon eine Leistung. Haben die auswendig gelernt, haben die abgeschrieben und sind dann im Sommerhalbjahr durch Gesamteuropa gezogen. Frankreich, Schweiz, Deutschland, Tschechien, Österreich. Dort haben sie überall Gottes Wort verbreitet. Haben den Menschen, sind als Kaufleute durch die Gegend gezogen, haben dann, wenn sie merken, die Menschen haben Interesse, haben dann gedacht, wir haben noch einen größeren Schatz, haben dann die Bibel, kleine Bibelseite rausgeholt, haben das vorgelesen und die meisten Menschen haben zum ersten Mal in ihrem Leben einige Sätze von der Bibel gehört und die waren so ergriffen und so, ja, und so haben dann die Waldenser die verteilt, weitergegeben, die wurden, wenn sie erwischt worden sind, wurden sie umgebracht, aber so haben sie missioniert. Und wenn sie damals nicht den Glauben hochgehalten hätten, dann würde es heute die Reformation und die evangelische Kirche und all das nicht geben. Ja, sie sind der Grund, warum nachher auch Luther, warum Huss, Zwingli, Calvin und die anderen Reformatoren, warum sie so einen Erfolg haben konnten, weil die Waldenser den Boden vorbereitet haben, ja, weil sie schon hier unter den Menschen gewirkt haben. Und sie haben gesagt, die Bibel ist die alleinige Grundlage unseres Glaubens und nicht die Kirche. Deswegen haben sie die Bibel übersetzt und haben sie versucht zu verbreiten. Natürlich ohne Kopierer, nur mit Hand abgeschrieben, aber es war mühsam, aber sie haben es getan. Und es hat auch Erfolg gehabt. Ja, das nächste, was jetzt wieder auch ans Licht gekommen ist, Jan Hus, die Hussiten waren dann auch in der Vorreformationszeit und der hat auch mit den Waldensern zusammengearbeitet. Die Waldenser sind auch bis, Jan Hus war ja in Tschechien, in Prag und dann haben sie auch zusammengearbeitet und Jan Hus hat dann auch dieses Wort verkündigt und hat vor allen Dingen gesagt, wir müssen nicht nur die Bibel haben, das hat er auch gehabt, dieses Prinzip, aber wir müssen auch Gott gehorsam sein. Wir müssen Gott so gehorsam sein, wie es die Bibel sagt und nicht, wie es die Kirche lehrt. Ja. Und dann ist er ja auch, hier ist übrigens eine von ihm selbst abgeschriebene Bibel, handschriftlich abgeschriebene Bibel von Jan Hus. Und dann ist er nach Konstanz zum Konzil geladen worden und Kaiser Sigismund hat ihm den freien Geleit zugesichert, dass er hin und wieder zurück freies Geleit hat. Er sollte sich dort verantworten
für das, was er lehrt und glaubt und verbreitet hat. Und er hat sich auf den Kaiser verlassen, ist dorthin gegangen nach Konstanz zum Konzil. Übrigens dieses Jahr ist das Jubiläumsjahr von dem Märtyrertod von Jan Hus. Ja. Und dann haben sie ihn dort auf dem Konzil gar nicht reden lassen, sondern sie haben ihn gleich eingekerkert und auf den Scheiterhaufen verbrannt. Ja. Mit der Begründung, dass sie sagten, einem Ketzer muss man das Wort nicht halten. Sigismund war ein junger König, junger Kaiser, und der hat sich von den Kirchenobersten hier ja, übertrumpfen, übertölpeln lassen, ja, dass er sein eigenes Wort, was er gegeben hat, nicht gehalten hat. Ja, und so ist Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt worden. Ja, für seinen Glauben. Es war einer der letzten Märtyrer der Reformatoren. Vorher gab es sehr viele Reformatoren, die umgekommen sind. Aber danachher, Luther und Zwingli und Calvin, zu der Zeit hat Gott schon so weit gesorgt, dass die Reformatoren selber nicht mehr umgekommen sind, sondern dass sie dann auch schon gewisse Freiheiten dann auch hatten. Ja, das heißt, Jan Hus war der Nächste, dann kam Martin Luther. Martin Luther kannte natürlich die Schriften von Jan Hus und auch die Schriften und die Prinzipien der Waldenser. Und Luther, für ihn war das Wichtigste, wie werden wir erlöst? Luther war so ein guter Mönch, dass er wollte einen inneren Frieden haben und den hatte er nicht. Und er hat danach gesucht und er hat versucht, durch Fasten und durch Kasteien und durch Schlagen und durch Schlafentzug, durch alles Mögliche, sich vor Gott angenehm zu machen. Aber je mehr er das versuchte, desto schlimmer wurde es. Bis er gelesen hat im Römer, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und das war für ihn die gute Nachricht. Durch den Glauben leben. Nicht durch Werke, nicht durch Anstrengungen, nicht durch Mühsal und nein, durch den Glauben. Einfach nur Vertrauen, Gott vertrauen. Gott ist ein gnädiger Gott. Wir werden erlöst durch die Gnade und nicht durch die eigenen Werke. Wir werden erlöst, dass Jesus für uns gestorben ist und seine Gnade für uns einsetzt und wir an den Glauben, durch den Glauben die Erlösung haben. Das war die gute Nachricht. Und das hat die Menschen frei gemacht. Jesus sagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Unter dem System der Kirche haben die Menschen damals geächtzt und haben gesagt, was muss ich da noch alles tun und hier noch Geld spenden und da noch etwas Bußübungen machen, damit ich vor Gott angenehm bin, und sie konnten sie nie immer recht machen. Aber Luther hat gewusst und gesehen, es ist Gnade. Nur an Gott zu glauben, einfältig wie ein Kind, ihm zu glauben, ihm vertrauen. Und er vergibt uns und er nimmt uns an. Wir dürfen seine Kinder sein. Ja, Luther hat das gepredigt, er hat das geschrieben, er wurde angefeindet und er musste sich auch vor dem Reichstag verantworten. Hier hat er noch die Thesen angeschlagen, die 95 Thesen. Der Ablasshandel war übrigens das, was die Reformation, was war der Anlass dafür. Eigentlich die Grundursache war die Frage, wie werde ich erlöst? Aber der Ablasshandel von Tetzel war dann der Anlass, dass Luther sich aufgeregt hat, hat einen Brief zum Papst geschrieben und gesagt, was macht er denn da? Und wir können doch nicht mit Geld hier unsere Sünden vergeben. Und der Papst gesagt, naja doch, können wir schon, und das ist hier von mir beauftragt. Und so fing das Ganze an. Und dann in Worms, nicht weit hier von Mannheim entfernt, da war der Reichstag damals. Das Gebäude steht nicht mehr, wo damals der Reichstag war und wo Luther vor dem Reichstag stand. Er wurde eingeladen, auch wieder von den Fürsten, vom Kaiser damals, vom deutschen Kaiser, der katholisch gewesen ist, auch von evangelischen Fürsten und auch von den katholischen Würdenträgern. Und auch er hat freies Geleit hin und zurück bekommen, zugesagt bekommen. Und seine Freunde haben gesagt, fahr da nicht hin. Die werden das Gleiche sagen wie zu Hus. Einem Ketzer muss man das Wort nicht halten. Und dann kam diese berühmte Sache, wo er dann 1521, hier dieser rote Stein, den kann man im Worms sehen, den habe ich hier fotografiert, den kann man dort im Worms sehen. Da steht, hier stand vor Kaiser und Reich Martin Luther 1521. Und dort hat man ihn aufgefordert zu widerrufen. Und er hat gesagt, wenn ich nicht durch das Wort und durch Vernunftsgründe mein Irrtum bewiesen bekomme, kann ich und werde ich nicht widerrufen. Gott helfe mir, ich kann nicht anders.
Er stand standhaft. Er hat nicht widerrufen. Und die Kirchenleute haben darauf gedrungen, ihn sofort als Ketzer zu verbrennen. Aber der Kaiser hat gesagt, ich will nicht wie Sigismund erröten. Das heißt, ich will nicht mein Wort brechen wie der Sigismund damals bei Hus. Er hat freies Geleit bis nach Hause. Aber wenn er zu Hause ist, in dem Moment, wo er seinen Fuß, seine Reise beendet hat, in dem Moment könnt ihr machen, was ihr wollt mit ihm. Was haben sie gemacht? Seine Freunde haben ihn auf dem Weg nach Hause, noch bevor er zu Hause angekommen ist, haben sie ihn entführt und haben ihn auf die Wartburg gebracht und Luther war verschwunden. Niemand konnte mehr auf ihn zugreifen. Und dort auf der Wartburg hat er als Junker Jörg hat er dann die Bibel übersetzt. Übrigens, was auch ganz wichtig war, mit der Bibelübersetzung hat er übrigens die deutsche Sprache geschaffen und hat auch ja, eigentlich die Grundlage für unsere heutige Bibel, die wir haben, geschaffen. Und übrigens bis heute noch ist die Lutherbibel die sprachgewaltigste und auch die schönste von der Sprachform und von der Sprachkultur her. Also wenn Sie einen Bibeltext auswendig lernen wollen, lernen Sie es nach der Lutherübersetzung. Lutherübersetzung, das ist so ein Sprachrhythmus. Das ist viel leichter zu lernen, als wenn man irgendwelche anderen Übersetzungen hat zum Auswendiglernen. Ja. Luther war eigentlich der große Reformator für Deutschland und auch für weite Gebiete darüber hinaus. Ja. Und für ihn war, wie gesagt, der Punkt, die Bibel natürlich, der Gehorsam auch, aber vor allem die Gnade. Der Gnade und der Glaube. Johannes Calvin war auch zu seiner Zeit, Luthers Zeit, und er hat Wert darauf gelegt, auf das geistliche Wachstum. Natürlich hat er auch gesagt, wir werden erlöst durch den Glauben, durch die Gnade. Und die Bibel ist die Grundlage für unser Leben. Aber wir müssen auch geistlich wachsen. Und für Calvin, hier sehen wir ein Denkmal in Genf. Er hat lange Zeit in Genf gelebt. Und Genf war so die Hochburg des Calvinismus. Und ist bis heute noch auch calvinistisch geprägt. Und von da aus ging der Calvinismus eigentlich in die ganze Welt, nach England und nach Amerika. Und er hat dann gesagt, wir müssen auch, das heißt, wir müssen auch das etwas tun. Also er hat die guten Werke, aber nicht für die Erlösung, sondern dass wir mit Gott, für Gott uns einsetzen und uns etwas bewirken. Ja? Also dass wir fleißig sind für Gott, das war für ihn ganz wichtig. Deswegen sind die Calvinisten eigentlich immer Leute gewesen, die sehr viel auf die Beine gestellt haben, die sehr viel für und mit Gott eingesetzt haben, Gottes Wort zu verbreiten und auch sonst in der Wirtschaft und in vielen anderen Dingen auch hier sich einzubringen. Ja, das geistliche Wachstum. Dann die Wiedertäufer. Luther hat noch nicht die Erwachsenentaufe erkannt, Calvin auch nicht, aber die Wiedertäufer haben dann gesagt, nein, die Taufe nach der Bibel ist eigentlich, dass man untergetaucht wird und nicht das Besprengen von Säuglingen. Natürlich sind das hier nicht die echten Wiedertäufer, das ist hier eine Taufe, die wir damals in den Waldensertälern in Torrepellice hatten. Dort ist es sehr schön dort. Wenn man sich vorstellt, dass auch die Waldenser hier getauft haben in diesen Bächen, in diesen Flüssen, das ist schon sehr, sehr berührend gewesen dort. Aber die Täufer, da sind da übrigens die heutigen Baptisten heraus entstanden. Das Wort Baptizo heißt ja untertauchen. Und sie haben gesagt, wir müssen so das Ausleben, auch den Bund mit Gott in der Taufe schließen, wie Gott es gesagt hat. Nämlich als erwachsene Menschen und durch Untertauchen. Weil es ein Zeichen ist für das Sterben des alten Menschen und das Auferstehen des neuen Menschen. Ja, so haben die Wiedertäufer dann die Taufe entdeckt und gelehrt. Und das ist ja folgendes Problem jetzt nur. Als zum Beispiel Wiedertäufer gesagt haben, wir müssen auch die Taufe jetzt lehren, dann haben denn die Nachfolger von Luther zum Beispiel gesagt, nein, wir bleiben bei dem, was Luther gesagt hat. Wir gehen über Luther nicht hinaus. Das heißt, sie haben neues Licht, was dann nachgekommen ist, nicht angenommen, sondern abgelehnt. Luther hat selber nochmal gesagt, in einem seiner Werke, wenn nach mir jemand kommt, der aus der Schrift etwas erklärt, was ich nicht erkannt habe, aber es ist aus der Schrift, dann folgt ihm, und nicht mir. Leider haben das seine Nachfolger nicht beherzigt. Die Nachfolger Luthers, bis heute ist es so, dass die lutherische Kirche, evangelische Kirche, vor allen Dingen auf dem aufbaut, was Luther gesagt hat. Und wenn Luther und die Bibel nicht übereinstimmen,
Zum Beispiel in der Frage des Feiertages. Luther hat den Sonntag gehalten. Die Bibel sagt der Sabbat. Wem folgen sie dann? Sie folgen Luther und nicht der Bibel. Leider ist es so. Aber das Problem ist eben, dass die Nachfolger sich immer nur noch wieder auf ihre Gründer berufen haben. Und deswegen ist bei jeder Stufe, die man hier hat, eine eigene Kirche entstanden. Luther wollte eigentlich keine eigene Kirche gründen. Er wollte eigentlich die katholische Kirche reformieren. Aber es ging nicht, weil der Streit mit dem Papst so heftig war, dass der Papst ihn exkommuniziert hat, aus der Kirche rausgeworfen hat und dadurch automatisch eine neue Bewegung, eine Reformationsbewegung, die Reformation selbst entstand. Genauso auch die Täufer. Ja? Die haben dann auch, weil sie nicht in der Kirche Fuß fassen konnten, haben sie dann eine eigene Kirche gegründet und es fanden dann die Baptistengemeinde. Und da haben wir Roger Williams, der hat die Trennung von Kirche und Staat vor allen Dingen favorisiert und auch gelehrt. Was ich auch vorhin schon mal sagte, dass also jeder seine eigene Freiheit haben darf. Roger Williams gehörte mit zu den Pilgervätern, die auch nach Amerika gegangen sind, und in den USA hatten sie dann die Freiheit vom Gewissen her ausgelebt. In der amerikanischen Verfassung haben sie es auch mit begründet, dass jeder nach seinem eigenen Glauben leben darf und nicht gezwungen werden darf. Ja, noch Luther hat noch gesagt, dass jeder, auch zu seiner Zeit, hat man keine Glaubensfreiheit gegeben, sondern man hat gesagt, so wie der Fürst ist, so müssen auch die Untergebenen sein. Wenn der Fürst evangelisch ist, müssen auch seine Untertanen evangelisch sein. Wenn der Fürst katholisch ist, müssen die Untertanen katholisch sein. Sie dürfen nichts anderes sein. Also der Fürst, der hat Gewissens- und Glaubensfreiheit, aber die Menschen, die Untertanen nicht. Erst Roger Williams, natürlich die Französische Revolution auch, die haben auch die Gewissens- und die Glaubensfreiheit praktiziert und auch auf die Fahnen geschrieben, und genauso aber auch in den USA die Trennung von Kirche und Staat und die Glaubensfreiheit, die von Roger Williams dann gekommen ist. Der nächste Schritt war dann John Wesley, die Frömmigkeit. Und zwar, er war in England und das war in der Erweckungszeit, er hat vor allen Dingen das Gebet und das Bibelstudium ganz wichtig hervorgehoben. Denn die anderen Christen, auch die Lutheraner, waren oftmals dann so, die haben zwar die richtige, nach ihrer Meinung, ihre richtige Lehre festgehalten, aber sie haben den Glauben nicht mehr praktiziert. Ja, das ist alles in der Orthodoxie festgefahren damals. Und so kamen dann nachher diese pietistischen Bewegungen. Und John Wesley hat dann auch gesagt, wir müssen regelmäßig die Bibel lesen, studieren und beten. Und so hat er Gebetsversammlungen gemacht. Morgens um 5 mussten alle zur Gebetsversammlung kommen. Ja, es war so. Deswegen ist er so methodisch eingeteilt. Deswegen hießen sie auch Methodisten, weil sie nach gewissen Regeln das immer gemacht haben. Und auch Hauskreise hat er eingeführt. Und das war dann sehr nachhaltig. Dadurch sind die Methodisten sehr schnell gewachsen und haben zugenommen und geistlich zugenommen. Und das war damals eine richtige Erweckungsbewegung von John Wesley und den Methodisten, die daraus entstanden sind. Ja, dann haben wir William Miller. William Miller war ein amerikanischer Farmer, der Jesu Wiederkunft verkündigt hat. Und zwar, es war nicht nur übrigens William Miller, es war auch in Europa verschiedene andere, die verschiedene Daten gesetzt hatten für Jesu Wiederkunft. Und William Miller war aber, das war die größte Bewegung, kann man sagen, ja, die Miller-Bewegung. Das waren Hunderttausende waren am Ende mit dabei, die da mit zugehörten in den USA, die glaubten, dass Jesus 1844 wiederkommen würde und die sich darauf vorbereiteten und die Botschaft verkündigten und ihr ganzes Leben darauf einstellten. Und es war wirklich damals eine echte Erweckungszeit. Ja. Jesu Wiederkunft war im Mittelpunkt. Und vor allem das Wichtigste war Folgendes, nicht unbedingt vielleicht das Datum, das sie falsch datiert hatten, beziehungsweise falsch mit 1844 für Jesu Wiederkunft in Verknüpfung gebracht hatten, sondern das Wichtigste war, zur damaligen Zeit glaubten die meisten Christen, dass erst ein tausendjähriges Friedensreich auf der Erde sein würde und dann kommt Jesus Christus wieder. Und William Miller hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Nach der Bibel kommt erst Jesus wieder auf diese Erde und dann kommt ein tausendjähriges Reich, nicht auf diese Erde, sondern im Himmel. Und dieser Ansatz, der eigentlich auch biblisch ist, hat er erkannt und auch gelehrt und auch die Milleriten. Ja. Und übrigens aus dieser Enttäuschung heraus, als Jesus nicht gekommen ist, 1844, kam dann nachher die Adventbewegung. Die Adventbewegung, und die hat dann 3 weitere Dinge erkannt. Eigentlich müsste man sagen, das ist noch mehr gewesen. Vor allen Dingen aber so 3 wichtige. Sabbat, dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist, dass der Tod
ein echter Tod ist und nicht nur ein halber Tod, also dass es also keine unsterbliche Seele gibt, und die Gesundheit als wichtig für unsere Charakterentwicklung, für unsere Heiligung. Natürlich auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel die Heiligtumslehre, dass wir im Himmel ein Heiligtum haben, wo Jesus unser Hohepriester ist, und auch einige andere Marksteine noch dabei. Aber diese drei Dinge sind so, denke ich, wichtig. Der Sabbat hier als Ruhetag, der siebte Tag, den Gott auserwählt hat, als auch vor allen Dingen auch als Markstein, als Testzeichen für Gottes Volk in der Endzeit. Ja. Dann die Frage des Todes, dass die Toten wirklich tot sind und nicht nur irgendwo weiterleben. Und auch das gesunde Leben. Das ist nicht nur das gesunde Essen, sondern auch gesunder Lebensstil, Bewegung, frische Luft, Mäßigkeit, Schlaf, Wasser und so weiter. Dass diese Dinge alle wichtig sind, um uns gesund zu erhalten, weil unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja, so haben wir also jetzt zusammengefasst. So hat Gott Schritt für Schritt vom Verfall im Mittelalter die Wahrheit wieder ans Licht gebracht. Verschiedene Dinge hat er nach und nach wieder ans Licht gebracht. Übrigens, zuerst kam die Frage des Glaubens wieder und dann kam die Frage der guten Werke auch. Ja, das war damals genau andersrum aufgegeben worden. Man hatte zuerst die Werke, die 10 Gebote verändert, Sabbat in den Sonntag, und dann irgendwann gesagt, und erlöst werden wir nicht durch den Glauben, sondern durch die Werke. Aber bei der Wiederherstellung ging es genau andersrum. Zuerst hat man dann das Prinzip der Glaubensgerechtigkeit wieder eingeführt, Martin Luther, und dann danach auch wieder, dass wir auch gehorsam sein sollen, dass wir auch das, was Gott sagt, tun sollen, dass wir nicht einfach so gesetzlos dahin leben können, sondern dass Jesu Tod das Gesetz nicht aufgehoben hat, sondern dass wir aus Liebe zu Gott auch das tun und halten wollen, was Gott sagt. Ja, die Reformation ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Nämlich, es ist Folgendes: Keiner der Reformatoren oder die meisten wollten nicht eine neue Kirche gründen. Andersrum gesagt, keiner der Reformatoren wollte eine neue Kirche gründen. Sie wollten alle ihre bestehenden Kirchen reformieren. Aber sie wurden rausgeworfen und so haben sie eine neue Kirche gegründet. Und so ist auf jeder Stufe eine andere Kirche entstanden. Deshalb gibt es heute so viele verschiedene Kirchen. Und wenn das neue Licht gekommen ist, haben die anderen das Licht abgelehnt. Ja. Sie wollten nur die erkannte Wahrheit Gottes ausleben. Ihre Nachfolger blieben dann aber bei dem Erkannten stehen. Deswegen müssen wir auch aufpassen, dass auch die Adventisten, sage ich, das immer das Gleiche wieder, wir dürfen nicht Traditionalisten werden. Das heißt, dass wir nur das verkündigen, was unsere Pioniere gesagt haben. Es geht nicht darum, dass wir unsere Kirchenväter kopieren, sondern es geht darum, dass wir das Licht, was wir in der Bibel haben, dem Schritt für Schritt folgen. Denn Gott gibt immer wieder neues Licht. Es geht immer weiter, bis Jesus wiederkommt. Es wird nie aufhören, dass wir neue Dinge erkennen und noch tiefer forschen und noch mehr wissen und noch mehr einsteigen und Altes und Neues aus der Bibel hervorholen. Ja. Wir lesen Jesaja Kapitel 58, Verse 12 bis 14. Ein ganz wichtiges Kapitel. Eine ganz wichtige Aussage. Jesaja 58 und dort Vers 12 bis 14. Dort heißt es: Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst an meinem heiligen Tage und den Sabbat Lust nennst und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn, und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Interessant. Gott sagt hier, dass die Lücken wieder zugemauert werden sollen. Das heißt, die Lücken in der Wahrheit Gottes, die Lücken im Gesetz sollen wieder zugemauert werden. Und es hängt direkt zusammen, was will Gott wiederherstellen durch sein Volk? Er sagt direkt danach, was wiederhergestellt werden soll, nämlich was? Die Sabbatheiligung. Ja, in Vers 12 sagt er, die Lücken sollen zugemauert werden, und dann sagt er, was das Zugemauerte sein wird, dass wir den Sabbat halten sollen. Vers 13, Vers 14.
Ja. Das heißt, Gottes wahrer Ruhetag war in Vergessenheit geraten und viele Jahrhunderte nicht beachtet worden. Es gab überall Einzelne, auch die Waldenser haben teilweise den Sabbat gehalten, aber die Mehrheit der Christen haben es nicht getan. Schließlich wurde die Bedeutung des biblischen Sabbats wieder entdeckt und der Ruhetag Gottes wieder aufgerichtet. Ja, deswegen, heute gibt es viele Christen. Ja, allein die Siebentagsadventisten sind über 17 Millionen Christen, die auf der ganzen Welt den Sabbat als Gottes Ruhetag halten. Ja, und deswegen, wir haben die Erkenntnis vom Ruhetag wieder. Und deswegen ist es wichtig auch, wir haben darüber gesprochen gehabt, dass wir der Bibel folgen und den Tag halten, den Gott uns gezeigt hat. Und nicht einfach einen Tag, den die Kirche sich ausgedacht hat und aufgrund ihrer eigenen Autorität eingesetzt hat und sie heute noch darauf beruft und stolz darauf ist. Ja, auch in der Botschaft Gottes, in der letzten Dreiengelsbotschaft, haben wir einen Hinweis genau darauf, nämlich in der Offenbarung Kapitel 14, Vers 7. Dort heißt es, Offenbarung 14, Vers 7, und er sprach mit großer Stimme, fürchte Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen und betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde und Meer und die Wasserquellen. In dieser Drei-Engels-Botschaft, das ist erstmal die Botschaft vom ersten Engel, wird gesagt, wir sollen Gott die Ehre geben. Wir werden durch Jesus erlöst. Wir sollen unser Leben ihm übergeben. Zweitens, Jesus kommt wieder. Bereitet euch darauf vor. Das Gericht hat begonnen und deswegen, weil das Gericht begonnen hat, ist das ein Gericht, was Jesu Wiederkunft vorbereitet. Uns als Vorbereitung darauf sollen wir Gott als Schöpfer anbeten. Und Gott als Schöpfer anbeten ist auch gleich der Sabbat mit dabei. Denn hier steht, er hat gemacht Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Das ist die gleiche Formulierung wie im vierten Gebot. Wir sollen den Sabbat halten, weil Gott Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Also der Sabbat ist der Gedenktag an die Schöpfung. Und so haben wir auch in dieser dreifachen Engelsbotschaft genau das wieder drin, was in Jesaja 58 steht. Das nämlich das Gesetz wieder zugemauert werden soll, dass der Sabbat, der über Jahrhunderte nicht gehalten worden ist, wieder gehalten wird, dass er wieder entdeckt wird und dass die Mauer im Gesetz wieder zugemauert ist und dass jetzt wieder Gottes Gesetz, so wie Gott es gegeben hat, in der ganzen Fülle gehalten wird. Auch das Merkmal der Gläubigen in der Endzeit, das Kennzeichen von Gottes Gemeinde. Wir hatten es bereits gelesen gehabt, als wir über Gottes wahre Endzeitgemeinde gesprochen haben. Wir lesen es jetzt nochmal. In Offenbarung 14, Vers 12, dort heißt es, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die erhalten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Was ist das Kennzeichen der Gläubigen? Sie haben Geduld, Ausharren, Treue, kann man sagen, und sie halten die Gebote Gottes. Den Glauben an Jesus haben sie, das heißt, sie vertrauen Jesus, aber sie halten auch die Gebote Gottes. Sie sind Gott treu. Nicht, weil sie dadurch erlöst werden wollen, sondern weil sie erlöst sind. Sie sind durch Jesu Blut erlöst. Und aus Dankbarkeit, aus Liebe leben sie so, wie er es sagt, nach seinen Geboten. Durch seine Kraft auch, seine Verbindung. Jetzt könnte ja jemand sagen, okay, wir haben ja jetzt die ganze Liste gesehen. Es ging also die Deformation und die Reformation. Aber es könnte ja sein, dass jetzt noch die nächste Gemeinde oben drauf kommt. Müssen wir auf die nächste Gemeinde warten, die vielleicht noch weiter geht? Das glaube ich nicht. Warum nicht? Ganz einfach. Wenn wir die erste Gemeinde, die Urgemeinde betrachten, die Merkmale der Urgemeinde, und dann die Merkmale der Endzeitgemeinde anschauen, dann stellen wir erstaunlicherweise fest, dass die beiden Gemeinden gleich sind, identisch sind, die gleichen Kennzeichen haben. Wir hatten bei der Urgemeinde gesehen, ich lese es nochmal, Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42, das waren die Merkmale, wie die Urgemeinde damals gelebt hat. Dort heißt es nämlich, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Und die Endzeitgemeinde, hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die, da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und wenn man das jetzt mal gegenüberstellt, dann sehen wir, dass das genau das Gleiche ist. Hier haben wir die Gemeinde des Anfangs und hier haben wir die Gemeinde des Endes. Apostelgeschichte 2, 42 habe ich gerade gelesen, Offenbarung 14, 12 habe ich auch gerade gelesen. Hier heißt es, sie blieben beständig, hier heißt es die Geduld, das Gleiche. Geduld heißt eigentlich Treue, Beständigkeit, Ausharren, Aushalten. Dann in der Lehre heißt es hier, Offenbarung 14, 12, Endzeitgemeinde, sie halten die Gebote. Das heißt, sie haben die Lehre Jesu, die 10 Gebote, wie Gott sie gegeben hat, treu.
Dann heißt es hier, in der Gemeinschaft, Offenbarung 14, 12 ist die Gemeinde des Endes. Der Kontext zeigt, dass es die Gemeinde ist, also auch die Gemeinschaft. Dann haben wir hier im Brotbrechen und im Gebet, das ist die Beziehung zu Gott, Beziehung zu Jesus. Ja, im Brotbrechen, im Abendmahl und im Gebet sind wir mit Gott verbunden. Und hier haben wir den Glauben an Jesus, die Beziehung zu Jesus. Das heißt also, wir haben hier in der Anfangsgemeinde, in der Urgemeinde, die gleichen Merkmale wie in Offenbarung 14, Vers 12 in der Endzeitgemeinde. Und diese Kennzeichen haben wir beim einer der vorigen Themen gesehen, erfüllt sich ganz genau in der Adventgemeinde. Deswegen müssen wir nicht noch warten, dass eine nächste Reformationsstufe kommt nach der Adventgemeinde. Die Adventgemeinde hat bereits die Merkmale, die auch genau in der Urgemeinde gewesen sind. Deswegen ist die Adventgemeinde die letzte Gemeinde Gottes, bis Jesus wiederkommt. Sicherlich können wir auch noch in manchen Dingen noch weiter wachsen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alles wissen, aber das heißt, dass wir nicht eine neue Gemeinde suchen müssen, sondern Gott möchte seinen Weg mit uns gehen. In Johannes 10, Vers 16 sagt Jesus selbst, nach der Hoffnung für alle Übersetzung, zu meiner Herde gehören auch Schafe, die jetzt noch in anderen Ställen sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden, wie die übrigen, meinem Ruf folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Was sagt Jesus? Jesus sagt, ich möchte die anderen Schafe, die in anderen Stellen sind, also in der anderen Konfession sind, in den anderen Kirchen sind, die möchte ich herbeiführen. Nicht wir führen sie herbei, nicht ich führe sie herbei, nicht irgendwelche Pastoren oder irgendwelche Menschen, sondern Jesus führt sie herbei. Und sie werden meinem Ruf folgen. Das heißt, Jesus lädt jeden ein, der aufrichtig die Bibel liest, die Wahrheit versteht, dass er sich der Endzeitgemeinde Jesu anschließt, dass es am Ende eine Herde und ein Hirte gibt. Und dazu möchte ich Sie einladen, dass Sie diese Entscheidung treffen. Nicht, weil ich es sage, nicht, weil es irgendeine Kirche sagt, sondern weil Jesus es sagt. Weil Sie Jesus nachfolgen und weil Jesus Sie auffordert, in die Herde zu kommen, die seine Gemeinde ist, wo sein Stall ist, dass es am Ende eine Gruppe geben wird, die Gottes Gebote halten, die geduldig sind, die treu sind, die ausharren und sie den Glauben an Jesus hochhalten. Ich wünsche mir, dass Sie auch zu diesen Menschen gehören dürfen. Kommen wir zum Quiz. Sie können sich das Quizblatt gerne wieder ausdrucken, herunterladen auf unserer Homepage, ausdrucken, ausfüllen oder auch online ausfüllen und auch mir mailen. Und dann kann ich auch mit Ihnen in Verbindung treten, wenn Sie möchten. Oder auch können Sie für sich selbst ausfüllen. Hier heißt es, wir haben einmal links die Wissensfragen und rechts die Entscheidungsfragen. Frage Nummer 1, richtig oder falsch? Jesus wollte, dass viele unterschiedliche Kirchen entstehen, damit alle Menschen erreicht werden können. Richtig oder falsch? Können Sie hier reinschreiben. Zweitens, welche Kennzeichen hat Gottes Gemeinde in der Endzeit? A, hat den Glauben an Jesus. B, hält die Gebote. C, ist geduldig. D, sie verkündigt die Dreiengelsbotschaft. Und drittens, warum hat Gott die Wahrheit schrittweise ans Licht gebracht? Warum hat Gott die Wahrheit schrittweise ans Licht gebracht? Ja, die Entscheidungsfragen rechts, A, B, C. A, ich habe verstanden, warum es heute so viele Kirchen und Freikirchen gibt. Wenn das zutrifft, machen Sie bei A ein Kreuz. B, ich bin überzeugt, dass die Adventgemeinde die biblischen Lehren treu verkündigt. Wenn Sie das glauben, machen Sie bei B ein Kreuz. Ich bin überzeugt, dass die Adventgemeinde die biblischen Lehren treu verkündigt. Und C, ich möchte Teil der weltweiten Familie Gottes werden. Wenn Sie das möchten, machen Sie bei C ein Kreuz. Wenn Sie also ein Teil der weltweiten Familie Gottes werden möchten, kreuzen Sie C an. Dann darf ich Sie einladen, dass wir noch zu einem Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen, die Prophetie, dass du uns so deutlich daran sagst, was alles kommen wird. Und wir können heute erkennen, dass sich das alles genau erfüllt hat, der Abfall in den ersten Jahrhunderten und im vierten, fünften Jahrhundert vor allen Dingen und dann auch das dunkle Mittelalter und aber auch, wie du die Wahrheit wieder ans Licht gebracht hast, schrittweise. Herr, hilf, dass wir uns nicht mit der halben Wahrheit zufrieden geben, sondern dass wir deiner Wahrheit folgen, ganz so wie du es gegeben und gezeigt hast.
dass die Wahrheit uns frei macht, dass die Wahrheit uns dir näher bringt. Uns hilft, dass noch viele Menschen deine biblische Wahrheit erkennen möchten und dir von ganzem Herzen folgen, weil du der gute Hirte bist. Herr, hilf, dass wir diese Entscheidung für dich und für deine Gemeinde treffen können, weil du uns daran führst. So segne du uns und bleibe du bei uns. In Jesu Namen. Amen. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Thema. Das nächste Thema wird sehr spannend. Das geheimnisvolle Babylon, Symbol des Abfalls. Da geht es um die Endzeit, um die Machtstrukturen. Und ich kann Sie einladen, ich darf Sie jetzt schon einladen, dabei zu sein. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis dann.